Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Saga Troy mit mir, dem Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Hector. Und ja, der Homelander, der hat noch was geschrieben bei YouTube, auf das ich gerne eingehen wollte. Ein recht ausführlicher Kommentar. Und hört euch das mal an, ich fand es sehr interessant und ihr kennt es ja manchmal, greife ich die Kommentare von den Zuschauern ja in den Videos auf, weil ich dann nicht immer so ausführliche E-Mails sozusagen dann schreiben will. Ach so, ja, warte mal, ich muss ja immer reinklicken, sonst meckert das Spiel, weil es denkt, es hat eine schlechte Framerate. Also er sagt, mir ging es bisher komischerweise in jeder Kampagne so, egal ob leicht oder schwer, dass mir ständig die Ressourcen fehlen, abgesehen von Getreide, Nahrung, ist klar. Mir ab einem gewissen Punkt im Spiel willkürlich mehrere Fraktionen den Krieg erklären. Ich glaube, sowas Ähnliches haben wir gerade eben auch gesehen. Und aus den verschiedensten Ecken der Karte extra Armeen schicken, um mich zu ärgern. Das wird wahrscheinlich ja hier auch passieren. Und egal wie klein und wirtschaftlich schwach eine Fraktion ist, sie hat immer mindestens einen Fullstack in der Hauptstadt sitzen. Und noch einen kleinen zusammengewürfelten Haufen voller mystischer Einheiten. Das ist halt natürlich das, wenn du in dem Mystery-Modus halt spielst, dann hast du natürlich es auch mit sehr starken Monstereinheiten zu tun. Und wie wir das wissen aus Total War Warhammer, wenn die KI monströse Einheiten hat, sind die immer extrem schwierig zu handeln. Du kriegst die fast nur mit Fernkampf und dann müssen es in der Regel halt auch starke Fernkampfeinheiten sein. Also, ne, ja, genau, also genau, du kriegst sie eigentlich nur mit Fernkampf. Ja, das ist zum Beispiel ein Grund, warum sich Vampire mit monströsen Einheiten als Gegnern sehr schwer tun in Warhammer, Total War Warhammer 3. Aber die Vampirpiraten wiederum halt nicht. Die Vampirpiraten haben halt so viele Schießpulvereinheiten. Die sind relativ stark gegen monströse Einheiten, beispielsweise. Aber halt eben nicht gegen andere Fernkampfeinheiten und so. Aber die, also deswegen finde ich, ist das Playthrough mit den, deswegen ist das Playthrough mit den Vampirpiraten viel interessanter und amüsanter auch, als das mit den normalen Vampiren zum Beispiel. Monströse Einheiten sind ganz gierig. Dann gibt es ja aber auch noch eben so fliegende Harpyien und so weiter und so fort. Also hier empfehle ich dann auf jeden Fall auch diesen History-Modus dann halt zu spielen, dass du nicht diese mystischen Einheiten hast, weil die tatsächlich auf den hohen Schwierigkeitsstufen die KI unfassbar stärker machen. Das ist tatsächlich ein Faktor. Mir ist das Spiel einfach zu inkonsequent, dadurch und dadurch zu schwer. Wieso schippert ein Nordgrieche bis runter nach Südgriechenland, nur um dann dort eine Stadt wegzunehmen? Wieso erklären wir innerhalb eines Zuges sechs Fraktionen den Krieg? Wieso lohnt es sich überhaupt nicht, Diplomatie zu betreiben, da die KI einen sowieso hasst? Ich würde es gerne viel öfter spielen, liebe das Szenario des Trojanischen Krieges rund um Achilles, Hektor und so weiter, aber es nervt, aber so nervt das Spiel einfach nur. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Das hat etwas damit zu tun, das ist ja auch dieser bekannte Punkt, der immer wieder angesprochen wurde, der sogenannte Player Bias. Ja, also wenn du Total War Saga Troy spielst, das gilt auch für andere. Das gilt, also bei Troy und bei Attila finde ich, da merkt man es so mit am stärksten. Bei Rom 2 aber merkt man es so ein bisschen auch. Wobei es bei Rom 2 nicht so auffällt und bei Warhammer geht's halbwegs. Es gibt diesen Player Bias, das heißt, die KI spielt immer komplett gegen dich. Also alle Fraktionen hier spielen gegen uns. Und wenn die Krieg führen gegen uns, also es ist random, egal ob die sich untereinander hassen oder nicht, die werden alle nur gegen uns kämpfen. Und das ist auch etwas, was hier in diesem Spiel nicht behoben wurde. Bei Three Kingdoms war es, glaube ich, nicht, was, glaube ich, auch nicht so krass, meine ich. Aber bei Three Kingdoms hast du auch diese Situation, dass dir, du nimmst eine Provinz ein und sofort erklären dir drei Fraktionen den Krieg und du fragst dich, hä, warum? Das ist teilweise auch hart geskriptet, also dass die KI-Fraktionen nach einer gewissen Zeit den Krieg erklären. Und es gibt ja auch, und das ist ein anderer Punkt, den ich bei der Diplomatie schon häufiger angesprochen habe, es gibt einen Zufallsgenerator. Also so, es gibt wirklich einen, oder sagen wir so, das ist so ein Prüfwert, ja, es gibt einen Prüfwert. Der wird zum Beginn jeder Runde einer KI-Fraktion geprüft, ob dir diese KI den Krieg erklärt oder nicht. Und da spielen folgende Faktoren mit rein: die Meinung, die Verträge und die relative Stärke.
Das heißt also, eine sehr schwache Einheit, wie zum Beispiel hier, die ja, Hyrtakidische Ilion, die haben Stärkerang 57, die werden mir nicht den Krieg erklären, zumal sie auch selbst sehr viele Kriege gerade am Laufen haben. Aber selbst so eine Fraktion wie die hier könnte dadurch, dass mir jetzt 10 oder 15 andere Fraktionen den Krieg erklären, trotzdem den Krieg erklären. Sagen wir mal, wir hätten diese Abkommen jetzt nicht. Weil die Fraktion sieht, oh, guck mal, relativ zu mir hat diese Fraktion so und so viel Kriegsgegner und ist dementsprechend relativ schwächer als ich. Das kann tatsächlich passieren. Und das ist so ein, da wird dann halt, das ist halt so ein Dice Roll, ne? Sagen wir mal, du rollst dann halt einen 100er Würfel und bei der 100 erklärt dir die Fraktion irgendwie den Krieg. So mehr oder weniger automatisch. Und dieser Wert, der nimmt dann halt eben entsprechend zu, je mehr Kriegsgegner du hast. Wenn du 5 Kriegsgegner mehr hast, dann bei einem Wert von 90 erklärt die dann halt schon den Krieg und so weiter, ne? Also, das heißt, diese Faktoren spielen eine Rolle, die führen dann dazu, dass dir erdrutschartig in dem Spiel andere Fraktionen den Krieg erklären. Es hat auch noch was mit deinem Ansehen zu tun. Je besser dein diplomatisches Ansehen ist, desto geringer fällt dann wiederum auch die Chance aus, dass die andere Fraktion den Krieg erklären. Andersrum, je schlechter dein Ansehen ist, weil du zum Beispiel Abkommen brichst, desto wahrscheinlicher ist es, dass andere Fraktionen dir den Krieg erklären. So, und jetzt noch zu diesem anderen Punkt des Player Bias. Warum kommen Fraktionen, wie gesagt, ne, vom Norden nach Süden runtergeschippert, um dir deine Stadt wegzunehmen, weil alle Fraktionen dann gegen dich spielen, die im Krieg gegen dich sind. Also das ist so, als würde ich gegen eine Fraktion spielen. Ja. Und dann natürlich auch, ich sehe das auch so, es ist einfach lächerlich, dass halt so ein sogenannter OPM, One Province Minor, also so ein Popelstaat, der nur ein Provinzchen irgendwie, also nur so eine Region halt hat, dass der ein Fullstack da drin stehen hat. Ja, CA ist der Meinung, dass das irgendwie das Spiel interessanter macht, damit der Spieler diese Fraktion dann halt nicht steamrollt. Weil die KI das offenbar nicht hinkriegt, diese Fraktion dann zu steamrollen. Das wäre ja eigentlich auch mal eine Option, dass man dann sagt, so, hey, dann hat es die KI vielleicht leichter, diese Städte zu erobern, aber nein. Ja, also ich finde das irgendwie auch nicht so cool gelöst. Ja. Also da bin ich auch ganz bei dir, Homelander, sehe ich auch so. Ja. Und ich persönlich finde, dass die Staaten ab einer gewissen Einheitenzahl sehr unübersichtlich werden. Das ist auch volle Absicht. Also es ist die Absicht, dass diese Gefechte unübersichtlicher für dich werden. Du schreibst noch weiter, und man die verschiedenen Truppen schwierig zuordnen kann. Das liegt auch an den Always with Einheitenkarten. honor. Bei Warhammer erkennt man die Einheiten von weitem, ob das jetzt Bienenhänder sind, die gegen, oder Bierhänder, die gegen Verfluchte des Feindes kämpfen und so weiter, oder auf die Nase bekommen und so. Genau, also innerhalb des Gefechts sind die Models auch in meinen Augen zu klein, zu weit voneinander entfernt und die Einheiten sehen einfach nicht gut aus. Also das finde ich auch nicht gut. Diese Truppen hier zum Beispiel, die Wachen von Troja mit dem Schild, die sind ja in der Zahl mit 67 sind es ja deutlich weniger Einheiten als diese 84 Schwertkämpfer. Aber sie nehmen auf der Map genauso viel Platz ein. Das heißt, diese Einheiten sind viel stärker in die Breite gezogen. Und das sieht einfach kacke aus. Also da bin ich auch ganz bei dir. Das macht das Spielgeschehen auch unübersichtlich. Eine andere Sache ist, dass die KI ja versucht, dich in mehr Frontenkämpfe zu verwickeln, sodass du, also jetzt in den Echtzeitschlachten, sodass du immer lange Scrolling-Wege hast, weil da ist die KI einfach super. Die KI muss nicht scrollen. Die schickt die Einheiten einfach halt so los. Ne? Die hat halt immer den vollen Überblick. Und für dich ist das ein großes Problem, weil alleine durch Scrolling, wenn du von einem Ende der Map zum nächsten scrollen musst, dann hast du die halbe Einheit verloren, bevor du merkst, dass da überhaupt irgendwas schiefgelaufen ist. Das passiert tatsächlich sehr leicht. Und das, was du halt machen musst als Spieler, ist immer deine Truppen zusammenhalten. Corner Camping ist in meinen Augen auch absolut legitim, weil die KI durch Charges auch versucht, gezielt deine Einheiten so rauszusaugen aus den Formationen. Es ist ganz schrecklich, weil deine Einheiten dann teilweise auch hinterherlaufen. Es ist fürchterlich. Es ist dann, ich bezeichne das ja auch immer ganz gerne als einen Sack voll Flöhe hüten. Jetzt kann man natürlich Taktiken fahren und jetzt geht's auch los. Jetzt haben wir 10 Minuten. Einmal bin ich mal ausführlich auf diese Nachricht eingegangen. Ich hoffe, es war ausführlich genug. Ansonsten einfach nächste Frage drunter schreiben und so. Oder wenn ihr eine andere Frage zu dem Spiel habt, schreibt mir die ruhig mal drunter.
Ich versuche dann auch zeitnah drauf zu antworten. Was habe ich gemacht noch in der Zwischenzeit? Es gab noch so ein paar Sachen, und zwar, ich habe einmal alle Fraktionen abgeklopft und geguckt, ob die in einen Krieg mit meinen anderen Fraktionen hier eintreten wollen, ne? So, und jetzt achtet mal hier auf. Moment, wo ist es? Wo ist es? Ne, hier sehen wir es nicht. Da, beim schnellen Abkommen sehen wir es. Guckt mal. Die wollen Frieden mit mir. Und wenn ich jetzt aber hingehe. Troy might have something to offer, Ach I nee, suppose. das geht. Ja, doch hier, guckt mal. Da. Das ist geil, ne? Dieses Friedensabkommen wird eure Verlässlichkeitswertung senken, weil der mir den Krieg erklärt hat. Das Spiel behandelt das so, als hätte ich ihm den Krieg erklärt. Es ist doch eine Farce, oder? Das ist doch echt eine Farce. Ja. Wunderbar. Tolle Rede, Mann. Er ist mit Ephesos im Krieg. Das ist nicht so wild. Lass mal gucken. Ja, genau. Der hat also ansonsten gibt es da relativ wenig Kriegsgegner. Bekommen wir ein Gebiet von ihm? Das kriegen wir nicht, ne? Okay. Dann zeigt doch noch mal ganz kurz. Was für eine Provinz ist das denn jetzt gerade hier? Der hat da noch so eine Holzprovinz. Kyme müssen wir einnehmen. Kyme ist hier unten. Das geht eigentlich. Und Achyraos müssen wir auch noch einnehmen. Ja, ich weiß halt noch nicht. Also, wie sieht denn... Troy might have something to offer, I Hier, das ist suppose. doch geil, oder? Ich muss erst 10 Runden, das ist jetzt, das ist, es wird immer beknackter. Ich muss jetzt 10 Runden gegen den Typen kämpfen, weil der mir den Krieg erklärt hat. Spiel, wirklich, echt, ne? Ja. Egal, ich habe so ein paar andere Fraktionen dann noch mit in den Krieg reingerufen. Und habe das, also ich möchte es der KI jetzt auch selbst schwer machen, ne? Zum Wohl. Ja, auch dieses Agenten-Harassment, ne? Agenten müssen abgeschafft werden. Die haben nur diesen einen Wert, dass sie dich harassen. Wobei natürlich die Priesterin in deiner Armee können dir schon recht mächtige Boni geben. Also, das muss man tatsächlich sagen. Das geht schon. So, Diomedes ist jetzt im Krieg mit uns, weil der jetzt unser Antagonist geworden ist, warum auch immer. Ja, alles gut. Keine Ahnung, was der da macht. Das interessiert mich auch gar nicht so wahnsinnig. Ja, der kann sich gerne diese Stadt hier holen. Undaunted. Denn ich glaube, in der Zeit hole ich mir dann Akassos. Ready to defend. Attack as one. Klar greife ich den an. Der hat gute Schleuderer dabei, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Eteokles, okay. So, ne, auch hier wieder das Spiel möchte eigentlich, also guckt, ne, das ist so eine Sache, warum möchte man so, das ist zum Beispiel etwas, was man in den Gefechten tun sollte. Also das sollte man wirklich tun. Schaut mal, diese Dörfer sind häufig so von der Schlachtkarte her designt, dass wenn ihr hier unten steht, müsst ihr immer, also wenn ihr hier in dieser Ecke steht, müsst ihr immer Hang aufkämpfen. Das heißt, ihr habt immer Mali auf alles. Nahkampfabwehr, Nahkampfangriff, Fernkampfschaden, Fernkampfangriff und so weiter. Das heißt also, wer sich da hinten hinstellt, also wer sich auf irgendeinen anderen Platz stellt, außer den High Ground, der ist einfach dumm. Oder der macht sich's absichtlich schwer. Sagen wir mal besser so. Manchmal muss man es ja so machen, ne? Es gibt Situationen, wo das vielleicht nicht vermieden werden kann. Aber man macht sich's absichtlich schwer, wenn man sich nicht irgendwo hinten in die Ecke stellt. Ja, und ich sehe es zum Beispiel so. Ich würde. Ja, das ist jetzt halbwegs gut gemacht. Und jetzt guck mal, ob das noch geht. Ja, das bin ich auch mit einverstanden. Okay, schön. Und was wir jetzt versuchen. Ach, stimmt, Mist. Ich muss den Hector noch da mitten reinstellen. Ja.
Ja, passt doch. Genau, und jetzt haben wir aber hier wieder die Situation. Guck mal, hier ist auch ein Hügel, ja? Und der ist so, und das ist so konzipiert, guck mal, dass der, wenn ihr diese Einheiten spielt, eure Einheiten sind ja viel langsamer, ne? Ihr kommt gar nicht bis auf diesen Hügel drauf hier oben, da hat er euch schon gecharged. Aber die Idee ist halt natürlich, dass die KI hier auf diesen Hügel kommt und dann nochmal schießen kann. Ja, soll er machen? Ist okay für uns. Wir ziehen uns ansonsten noch ein bisschen diesen Hang hier nach oben. Ja, das können wir auch noch machen. Aber wir schauen jetzt erstmal so. Okay, macht das sehr gerne. Deswegen auch immer sparsam mit den Bewegungsbefehlen sein. Nicht zu viel auf einmal bewegen, nicht zu weit laufen, denn die KI flankiert euch sehr gerne. Ja, der wird jetzt angreifen. Wir ziehen jetzt die Infanterie nach vorne. Bitte auf den schießen. Er versucht, die Schwertkämpfer hier zu fokussen. Wir schmeißen ihm jetzt einfach mal hier diese billigen Keulenträger da rein. Jetzt bitte auf die schießen, die haben aufgehört zu ballern. Ja, das ist, weil der eine Sekunde außerhalb dieser Line of Sight ist. Naja, also wirklich true sind die Warriors jetzt nicht, aber hey. Tja. Gut, okay, den haben wir. Ne, ich schieße auf die schweren Plänkler. Und du schießt auf den da. Gut. Ja, nice. Jetzt auf den schießen. Na, jetzt passiert ja genau das, ne, was ich vorhin auch gesagt habe. Er platziert halt, obwohl, naja, nee, er hat nicht wirklich den High Ground, ne? Aber es ist ausgeglichen, es ist ausgeglichen, es ist okay. So, läuft immer ein bisschen vor, ein bisschen tanken. Jawohl. Ja, du musst auf den hier schießen, er kommt nämlich wieder. Sehr gut. Super. Und direkt sofort immer das Gefecht beenden. Gar nicht lange aufhalten. Ihr kriegt nur Kollateralschäden und höhere Verluste. Das ist gerade wie die Einheiten laufen. Die laufen gerne so. Mal platt gemacht. Die laufen ja gerne so, dass du. Die laufen ja gerne so, dass ihr dabei dann natürlich noch viele Einheiten verliert, ne? Das reißen wir alles ab direkt. Kann er gerne, du kannst dich gerne hier Kidanis, kann der gerne einnehmen, habe ich kein Problem mit. Mir liegt nichts an diesen Siedlungen. Wir nehmen uns noch. Ja, wir nehmen uns noch irgendwie zwei Schleuderer. Agent, Agent, harass, harass, harass. Ah ja, genau, der ist jetzt, ja, weil das jetzt unser Antagonist ist, ist jetzt im Krieg mit uns. Das heißt, ja, aber er kommt noch nicht hier hin. Okay, ich glaube, wir können verteidigen.
Das Problem ist, es werden so viele Armeen werden, dass wir das nicht anders hinkriegen. Aber hier, da sind wir da, der macht jetzt auch mit. Hat den auch in den Krieg gerufen. Es wird jetzt schon schwieriger, hier zu verteidigen. Ja, ja, klar, das kämpfen wir aber selber. Das sind nur so zwei so Gammelprinzen da, die schaffen wir doch, oder? Das ist ein Fernkämpfer, das ist gefährlich tatsächlich. Im Nebel bringt uns leider keinen Vorteil. Also, wir suchen auch hier wieder, wir suchen einen Höhenzug. Die möglichst höchst erhobene Position, zum Beispiel hier. Was muss denn der jetzt machen? Der muss uns hier platt machen, ne? Sehe ich doch richtig, oder? So, weil das ist hier, das gibt einen, also ich würde mal schon sagen, das gibt bestimmt einen 30er Höhenvorteil oder so. Also ein Bonus auf, ein Bonus von 30% auf Angriff und Verteidigung. Defensive positions! Train for war! Understood. Ja, die müssen ein bisschen nach vorne. As you say. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, weil der mich jetzt gerade halt nicht sieht, ne? Wir könnten versuchen, diesen Hügel hier zu nehmen. Ja. Da ist ein. Mal ganz schnell auflösen, bitte. Genau, bitte so. So, den Schlitz bitte da in den Wald rein. Und mit dem läufst du mal auf die Seite. Guck mal, wir versucht hier den den Typen hier zu jagen. Schießt du auf die Plänkler, oder was? True warriors! Forward! Leave none alive! Got it covered! Slaughter! Gods go with us! Where did they come from? I've got this! Du darfst sogar verfolgen, mein Freund. Ha, jetzt entscheide dich, Bettmesser. Guck mal, der läuft da schon. Wir können ruhig ein bisschen schneller schmeißen. Den erwischen wir sogar. Und natürlich immer versuchen, im Rücken zu attackieren, ist klar, ne? Also in der Perspektive, ich mach mal ganz kurz Pause. In der Perspektive finde ich die Einheiten tatsächlich halbwegs sehenswert. Aber ich kann hier auch wieder absolutes Argument nachvollziehen, dass man die Einheiten nur sehr schwierig auseinanderhalten kann. Also sehe ich auch so. Insbesondere schaut mal, ne, gerade so Fernkämpfer und Speerwerfer, so auf den ersten Blick ist es echt nicht so einfach. Aber ja. Beenden wir das hier. Wir nehmen die Einheitenverstärkung bei der Garnison, damit die schneller voll wird.
Guckt euch das an. Und ich muss das jetzt ablehnen, ne? Weil das Spiel mich dazu zwingt. Es ist so absurd. Es wird immer absurder. Aber ja, ihr kennt das, ne? Ihr kennt das, ja. Es ist so absurd, weil das Spiel mich dazu zwingt, mit dem Typen im Krieg zu bleiben, nachdem er mir den Krieg erklärt hat. So unsinnig, ne? Ja, ja, plünder du mal ruhig hier rum. Der Prinz Hector. Hector. Ever steadfast. Der nimmt derweil mal eine andere Siedlung ein. Show your courage. Boah, ja. Ach komm, das machen wir auch manuell. Deswegen spielen wir die ganzen Fernkämpfer, ne? Es geht ja auch relativ schnell, muss man jetzt auch sagen, ne? So, ja, das hier ist als Position okay. Knock and ready. Short. For duty. Trained for war. At your command. At your command. State your orders. Ready! Making it happen! Foe cutters! Bring their deaths! Ranged troops, battle hardened! Cut them down! Trained for war! True warriors! Move out! Close quietly! Make your peace! Trained for war! I'm on it! Divine might! Move out! Gods, go with us! Seriously, shut up! To glory! State your orders! Boos! Good, okay. Auch wieder, ne, das ging jetzt relativ flott. 34 Verluste ist auch in Ordnung. Alles unter 100 ist ja immer super. Das hat man relativ schnell aufgefüllt. Ne? My experience grows. Oh ja. Gut, die Auragröße des Helden bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber minus 4 Einfluss. Aber produziert mehr Stein. Hm. Ja, aber ohne Einfluss ist halt auch doof, ne? Komm, reiß das mal ab. Hector of the Shimmering Helm. Äh, 20 Rüstung, minus 50% Geschwindigkeit, Nahkampfangriff, ja, das ist das Ding, was wir haben wollen. Was haben wir da? Reichweite von Geschosseinheiten, Unterhaltskosten von Hectors Elite-Einheiten in dieser Armee. Hm. Elite-Schwert und Elite-Speereinheiten, minus 10%. Ist natürlich auch sehr nice. Reichweite von Bogenschützen, aber wir nehmen den Reichweitenbonus. Klar, also ich verstehe, dass man da also auf den Unterhalt auch gehen könnte, aber ja. Und hier nochmal ganz kurz, Fäden des Schicksals ist eine Fähigkeit selbst, Fäden des Schicksals. Nahkampfangriff, Waffenschaden, weniger Rüstung. Ja, der Nahkampfangriff, der muss da halt rein. Also ja, der hat schon so viel Rüstung. Klar, also man darf das nicht verachten, wenn der Rüstungswert unter einen Wert von 50 sinkt oder so, ne, hier bei ihm, oder sagen wir mal, nehmen wir mal an, was hat er für noch, wir gucken mal ganz kurz, was hat er für einen Rüstungswert, ja genau, 59, ne, sagen wir mal, der Rüstungswert sinkt unter 20 oder so,
dann hat er ja eine Rüstung, die schlechter ist als die von so einem Schwertkämpfer. Und die sind schon nicht so tough, ne? Also das sind keine Tanks, ja. Da muss man drauf achten. Das würde ich schon, das würde ich schon sagen. You can rely on me. By the numbers. Einmal hier hin und einmal... Achso, du kannst hier nicht ambushen, weil da dieser Agent steht, ne? We're on the move. Und so. Das geht, ne? Mach mal, ich guck mal, ob das so hinhaut. Also die Stadt sollten wir natürlich nicht verlieren, ne? Aber ich kann jetzt auch schlecht noch eine Einheit rekrutieren. Wir sind bei 79 und bei 80 gibt es wieder den nächsten Level, ne? Mhm. Wir könnten die dann reduzieren. Oder kann man da was... Nee, ich kann da nichts abreißen, ne? Naja, dann ist das so. Müsste man mal gucken, vielleicht geht das über einen Gebäudebrowser? Ach, vergiss es. Wir kriegen das auch so hin. Wir könnten immerhin auch noch in so einem Fall einem unserer treuen Verbündeten diese Städte geben, ne? Wir könnten aber auch noch was anderes schon. Ajax wird uns aber auch bekämpfen wollen weiterhin, ne? So, Akis würde jetzt Don't you Trojans have business elsewhere? Alter, das ist so albern. Okay, und die hier? Let us get this over with then. Just what is Troy after? Ich sag's nochmal ganz ehrlich, das ist das Dümmste, was ich mir hier vorstellen kann. Okay, gut, also Akis. I should listen to Troy. Du kannst mir dafür irgendwie regelmäßig, du kannst mir dafür Steine brauchst du, ne? Steine sind für dich was Kostbares. Dann gib mir doch Nahrung, gib mir doch irgendwie 5000 Nahrung oder so. Obwohl, warte mal, hier steht, der hat Gold, der hat zu viel Gold. Dann gib mir doch 1000 Gold. Oh, und schon wieder geizig. Meinst du nicht ernst, ne? Wie valued er das denn? Der wertet einen 10er Schritt mit 0,2. Bist du irre? Okay, jetzt sag mir bitte, dass das ein Anzeigefehler ist. Und ich jetzt mal gerade gucken kann, wegen Friedensverträgen. Wir hatten da jetzt noch was? Die haben noch zwei. Der hat noch ein bisschen mehr. Ja, 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 ja. Ach komm, macht gerade Spaß, ne? Nee, du brauchst mehr als diesen zwei. Als diesen einen. Er braucht mindestens zwei Erfahrungspunkte, sonst lohnt das nicht. Okay, das sind super starke Einheiten, die schaffen wir niemals. Das machen wir automatisch. Das hat er niedergerissen. Oha. A just reward for my services. Ja, das ist schade.
Aber das ist der Grund, warum ich diese Siedlungen auch nicht ausbaue. Dann soll er sie halt alle niederreißen. Ich kann damit leben. Perhaps you wish to reconsider. The Great Protector. Ja, wir lassen den, der soll ruhig alles abreißen. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich würde eher sagen, wir laufen dann hier Richtung Pelopia weiter, ne? Aber gut, das sehen wir im nächsten Part. Bis dann sage ich jetzt erstmal, macht's gut und Pax Vobiscum Valete.